Ja, meine lieben Freunde, was geht, was geht, was geht? Willkommen zurück zu Oblivion. So, ich bin jetzt offscreen. Na, ups, falsche Karte. Hier, richtige Karte. So, ich bin offscreen jetzt hier zum Windweglager gelaufen, weil wir machen ja jetzt ja mit der Hauptquest weiter, wo wir in diese Höhlen da oben müssen. Eins vorneweg, ich habe mich jetzt dann auch natürlich auch offscreen mal ein bisschen, ja, mich daran gesetzt, mal selbst Zauber zu bauen. Das ist jetzt ja möglich. Und ich muss echt sagen, das ist absolut geil. Also selbst Zauber zu erstellen macht so viel Spaß. Ich weiß natürlich nicht, also ob man auch schon vorher irgendwie die Möglichkeit hat, selber Zauber zu erstellen. Aber auf jeden Fall ist ein Weg ganz einfach, dass man hier die Magiergilde abschließt und der Erzmagier wird. Weil dann hat man Zugriff auf den Beschwörungsaltar, so nennt er sich. Und da kann man selber Zauber erstellen. Und das ist extrem OP, sage ich euch. Das ist ja nicht mehr normal, was man da für starke Zauber erstellen kann. Die werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe insgesamt drei Zauber gemacht. Und zwar, nee, vier sind es sogar. Es sind vier, Entschuldigung. Es sind vier Zauber. Und zwar. Genau, hier. Und zwar habe ich ja einmal den Himmelsfeger gemacht. Ihr seht es schon, der kostet einiges an Mana, aber glaubt mir, der ist echt OP, Leute. Weil der macht Schockschaden, 100 Punkte für 3 Sekunden an Berühren. Ich habe deswegen Berühren genommen, weil hätte ich den als, ich sag mal, als Fernzauber benutzt, auch für Fernkämpfe, der hätte mich ja um einiges mehr Mana gekostet und das hätte ich nicht geschafft, den anderen einzusetzen. Für das, dass er halt eben so viel Schaden macht. Weil 100 Punkte ist das Maximum. Höher geht nicht. Vielleicht geht es später nochmal höher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das jetzt erstmal die Grenze. 100 Punkte. Und genau. Und da wir ja eh meistens auch im Nahkampf im Nahkampf immer gezwungen sind. Es gibt ja ganz selten mal Situationen, wo wir irgendwie im Fernkampf irgendwie agieren müssen. Deswegen dachte ich mir, ach komm, machen wir dann einfach an Berühren den Zauber. Und ich sag euch. Den habe ich eben hier schon, ne? Ich bin jetzt zu diesem Lager hier gereist und habe den dann natürlich, da waren zwei Banditen schon ausprobiert und der ist unfassbar stark. Und ich hoffe, dass wir da jetzt auch es leichter haben werden, wenn wir wenn wir gegen Geister und so kämpfen müssen, weil die sind ja echt absolut abnormal abfuck, sage ich euch. Genau, und jetzt passt auf. Ihr seht es schon oben drüber, gibt es noch eine stärkere Stufe und zwar den göttlichen oder göttlicher Himmelsfeger. Der ist eigentlich im Prinzip genau dasselbe, nur dass er anstatt für 3 Sekunden 5 Sekunden den Schaden anrichtet. Und das ist echt nicht mehr normal. Der ist, ja, also selbst der hier ist aktuell One-Hit. Also, denke ich mal. Also, in den Banditen war er One-Hit, würde ich jetzt mal sagen. Also, das ist auch echt nicht wenig. Aber der hier, ihr seht auch, der kostet 283 Mana. Und da fragt ihr euch bestimmt, wie kann ich den überhaupt einsetzen? Weil das ist schon viel zu hoch. Und selbst, ne, ich habe ja hier einen Maximalwert von 220 oder eigentlich von 200. Den haben wir aber ein bisschen gepusht. Durch eine Ausrüstung, glaube ich. Ne? Durch den einen Ring, den ich ja trage. Auf jeden Fall. Kann ich den trotzdem einsetzen? Das zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall macht der hier für 5 Sekunden 100 Punkte Schockschaden. Auch an Berühren natürlich. Weil ansonsten hätte er mich wahrscheinlich 350 Mana gekostet und nicht 283. Weil das wäre dann wirklich fast erstmal ja, unmöglich gewesen. Vielleicht auch selbst später das nicht. Aber aktuell jedenfalls ist das hier eigentlich schon mal insane stark, glaubt mir. Dann habe ich natürlich noch zwei andere Zauber gemacht. Und ihr seht es schon, der Lichtkönig, ihr seht es, dieser Zauber hat es auch übelst in sich. Erstmal bekomme ich 100 Draglas einfach mal so oben drauf für 120 Sekunden, aber das ist schon einiges. Unterwasseratmung für 30 Sekunden, das heißt, ich brauche diesen blöden Anhänger nicht mehr, den ich so die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt habe. Und dadurch, dass ich 75 extra Punkte Magicka bekomme, kann ich natürlich auch dann den göttlichen Himmelsfeger anwenden. Und natürlich auch noch Lichtfuß, damit wir keine Fackeln mehr benutzen. Wobei 20 Sekunden echt nicht viel ist. Aber, na, was wollte ich sagen? Ich wollte jetzt nicht so, dass der Mana-Verbrauch so extrem hoch ist. Ich habe auch erst überlegt, ob ich den Lichtfuß vielleicht sogar draus lasse. Aber wenn wir mal in irgendwelchen dunklen Orden sind, könnte der doch vielleicht ganz nützlich sein.
Das ist einmal dieser Zauber, der ist extrem OP, finde ich jetzt schon. Das Witzige ist, der ist nicht mal voll ausgereift, weil meine Wiederherstellungsfähigkeit ist natürlich noch nicht auf 100. Ihr seht es auch unten, ne? Die Magieschule ist hier Wiederherstellung. Das bedeutet natürlich auch, dass ich jetzt, obwohl ich Lichtfuß habe, nicht Illusion trainiere, sondern halt nur die Wiederherstellung, weil das anscheinend dieser Zauber, warum auch immer, keine Ahnung, auf jeden Fall zählt er unter die Wiederherstellung. Dann habe ich noch einen anderen Zauber, und zwar den Heilkönig. Genau, ihr seht es schon. Das hier war ja unser Zauber, den wir vorher die ganze Zeit eingesetzt haben. Der hier ist eigentlich so genau dasselbe. Er gibt auch 20 Punkte, nur anstatt für 2 Sekunden macht er hier für 5 Sekunden. Also der gibt auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Leben wieder zurück. Plus habe ich extra so gemacht, der tut auch automatisch immer Krankheiten heilen. Das heißt, wenn wir uns irgendwie mit irgendeinem Scheiß infizieren, geben wir wortwörtlich einen Scheiß drauf, weil wir heilen uns ja sowieso dann direkt. Und wir müssen nicht dann immer direkt wieder in dieses dämliche Menü gehen, diesen Zauber hier suchen. Den habe ich jetzt automatisch bei meinem einfachen Heilzauber dabei. Das ist einfach extrem geil. Und natürlich, wenn die Zauber in Zukunft dann für uns noch stärker werden, die ich dann erstellen werde, aber aktuell ist das hier eigentlich ausreichend, weil alleine schon der Himmelsjäger, ey, Leute, der ist schon extrem OP, sage ich, wie es ist. So, gut, aber genug geschnackt, wir gehen jetzt weiter, wir machen mit der Hauptquest weiter. Hier sind übrigens die 2 Banditen, die ich da noch offscreen dann erledigt hatte, als ich hier hingereist bin. Hab die auch direkt noch auseinandergenommen, wie ihr seht, und dann bin ich nochmal zurück und hab die Sachen noch vertickt. Wir haben auch aktuell ein... Ja, wir sind fast bei 400.000, ne? Wir sind fast bei 400.000. Ach, und was ich natürlich auch noch entdeckt habe, ich wollte mir ja auch einen Schildzauber machen. Aber dann habe ich rausgefunden, dass der Wert 85, der Rüstungswert oder der allgemeine Verteidigungswert, dass wohl 85 der Höchstwert ist. Also es geht nicht höher. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schildzauber einsetzen würde, der mir nochmal 50% extra Schild gibt, bleibt es trotzdem bei dem Wert von 85, also es geht nicht drüber. Ist ein bisschen schade, aber ich habe mir trotzdem so ein paar Gedanken gemacht. Das Witzige ist theoretisch, wenn ich mir jetzt ja einen Schildzauber erstellen würde, ne, an dem Beschwörungsaltar, das geht ja jetzt, wie gesagt, und ich sage, yo, das Schild gibt mir 100% Schild, also volle Kanone, ne, also höher geht ja nicht, also aktuell jedenfalls. Ob das sich nochmal irgendwann ändert, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das jetzt aktuell der Höchstwert, ne. Und, dann könnte ich ja theoretisch auf diese ganze Detra-Rüstung hier pfeifen, theoretisch, und könnte nackig einfach durch die Wildnis rennen, hätte trotzdem einen Rüstungswert von 85 und mir könnte keiner was. Was ist das? Ein Bär? Ja, da kann ich ja doch direkt mal schon mal meinen Himmelsfeger einsetzen. Schaden! Aber er hat es überlebt tatsächlich. Und tschüss. Und das ist noch, meine lieben Freunde, das ist noch der, ich sag mal, der Schwächere, ne? Es gibt ja noch den göttlichen Himmelsfeger, der dann für 5 Sekunden Damage macht. Das ist... Also, Oblivion, ich muss wirklich sagen, Props an dich. Das ist geil. Also, selbst Zauber erstellen, schade, dass es geil nicht hat. Das wäre, vielleicht gibt es ja einen Mod dafür. Trotzdem muss ich sagen, dass sie das überhaupt rausgenommen haben, verstehe ich nicht, weil das macht extrem viel Spaß. So, jetzt bevor wir da reingehen, würde ich mich erst nochmal gerne da durchlesen. So, wir machen mit der Hauptquest weiter, der Dagon-Schrein. So, ich habe die Hinweise in den 4 Bänden von Manka Kamoran zu einem Grabstein auf den grünen Kaiserweg verfolgt. Stimmt, daran kann ich mich erinnern. Da sind wir irgendwie minutenlang in so einem Friedhof im Kreis gerannt. Zur Mittagsstunde erschien auf dem Grabstein eine Karte auf Cerodiil. Die Position des Schreins der mystischen Morgenröte war darauf markiert. So, ich muss zum Schrein gelangen und das Amulett der Könige finden. Genau, und das heißt, wir werden uns jetzt mal erneut wieder mit der mystischen Morgenröte anlegen und die ein bisschen verprügeln. Aber wir sind doch ein perfektes Opfer jetzt für meinen neuen Zauber, ne? Würde ich mal gediegen behaupten. So, ich habe die Höhlen beim Ariussee erreicht. Der geheime Schrein der mystischen Morgenröte muss sich irgendwo im Inneren befinden. So, aber ich denke mal, da kommen wir nicht so leicht hin, weil natürlich überall diese Dudes dahin rumrennen. Da ist auch schon... Oh. Kann ich mich vielleicht mal... Hat er mich gerade gesehen? Oh, er dreht sich um. Hä? Sieht er mich jetzt oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Er guckt mir sogar noch nach. Er sieht mich. Wieso greift er mich denn nicht an? Moment mal ganz kurz. Ich wirke nochmal den Zauber hier neu. Hallo?
Der Tag bricht an. Was? Ja, begrüß den neuen Tag. Willkommen, mein Bruder. Es ist schon spät, doch der Meister hat noch Arbeit für willige Hände. Ihr dürft den Schrein betreten. Was? Haro bringt euch zum Meister. Er wird euch zum Diener von Fürst Dagon weihen. Säumt nicht. Die Zeit des Wartens ist fast vorüber. Die Zeit der Reinigung ist nahe. Quest aktualisiert Dagon Schrein. What? Ich habe die erste Hürde überwunden. Die Wache der mystischen Morgenröte hat mich zum geheimen Schrein vorgelassen. Jetzt muss ich das Amulett der Könige finden. Haro wartet dort drinnen. Ihr solltet nicht mehr länger warten. Ja, hä? Ich bin euch nie beigetreten. Was ist jetzt los? Ich würde mal gediegen sagen, auf Wiedersehen, weil ich bin euch definitiv nicht beigetreten. Ich kann mich an nichts erinnern. Und tschüss! Meine Tarnung ist aufgeflogen. Die mystische Morgenröte weiß jetzt, dass ich ein Feind bin. Ich muss das Innere des Schreins verstoßen und das Amulett der Könige finden. Was ist jetzt auf einmal los? Was für eine Tarnung? Hatten die irgendwie gesagt, ich muss da undercover rein oder was? Ich fürchte den Tod nicht. Ja, also, ihr habt's gesehen. Ich habe ihn gerade einfach mal gewonnen. Gut, der Bär war natürlich weitaus stärker, logisch. Aber das... Alter, habe ich den Hops genommen. Nein, wir werden mal schön jetzt ein bisschen mit unserem Himmelsjäger spielen. Der Wachsamkeit des Mannes. Ja, Schütz. Entschuldigung, wenn ich lachen muss, aber das ist ja... Das ist ja witzig. So, aber Moment mal, scheiße, da fällt mir was ein. Ich sollte vielleicht mal... Okay, das hat er automatisch gespeichert. Ich speichere mal ab. Ich habe irgendwie jetzt Schiss, dass ich was falsch gemacht habe, aber ich wusste davon nichts mehr, dass ich irgendwie den... dass ich da irgendwie undercover rein sollte. Für Fürst Dagon. Oh, Alter, er kippt einfach sofort um. Ich fürchte den Tod nicht. Oh mein Gott. Wer ist da? Für Fürst Dagon. Ja, schieb dann Dagon sonst wohin. Ey, das macht so Spaß. Einfach angepasst und er fällt tot um wie so ein nasser Sack. Der ist... Warte mal, da will ich aber mal kurz was nachsehen noch. Also mein Lichtkönig... Der gibt ja für 75 Sekunden 75 Mana. Wie waren das bei dem alten? Für 60 Sekunden. Dann hält ja meiner 15 Sekunden länger. Aber es kommt mir echt nicht so vor, ne? Muss ich sagen. Kommt mir gerade so vor, als wäre der viel, viel kürzer. Aber vielleicht, ja, keine Ahnung, irre ich mich auch einfach. Da ist noch einer. Den werden wir jetzt auch mal gediegen wegtasern gehen. Ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen. Oh, sie ist ausgewichen. Nicht schlecht. Ich habe sonst keinen angelockt, aber... Oh, die ist gut ausgewichen. Das muss ich ihr lassen. Oh, was? Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Was? Ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen. Der Morgen bricht. Sag mal. Seid geübt im Ausweichen, hätte ich nicht gedacht. Ich fürchte den Tod nicht. Ja, das will ich auch hoffen, denn das bist du jetzt. Den Tod nicht. Oh, die Fackel nehme ich mal mit. Aber es ist ein bisschen dunkel hier drin, aber jetzt nicht mehr. So. Oh, das ist Dagon übrigens. Sehr cool. Schöne Statue. Ja, ob ich jetzt den hier auch nicht erwische? Ja, ja, ja. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, du bist tot, mein Gutster. Ey, das ist nicht mehr normal, ne? Ui, guck mal, hier haben wir doch nochmal diese komischen Bücher da, ne? Den nehme ich mal mit, umso mehr, umso besser. Oh, den nehme ich mit. Den nehme ich alles mit. So, dann können wir uns mal heilen.
Ah, da fällt mir ein, ich hätte vielleicht mal gucken können, ob ich einen Zauber finde, der sehr schwierige Schlösser öffnet, weil das kann ich auch mittlerweile. Ui, was ist denn hier alles? Hallo? Ich sehe meine Maus nicht jetzt. Oh ja, das ist gut. Nehme ich alles mit. Den Kram nicht. Ein bisschen dunkel hier drin, finde ich. Ja, vielleicht... Vielleicht mache ich mir nochmal irgendwann einen extra Zauber, nur für Lichtfuß sozusagen in der Hinsicht. Aber gut, es soll mich nicht stören, wenn ich den wirke. Ich muss ja eh Wiederherstellung trainieren. Dann funktioniert das ja eh, also pfeift drauf. Oh, guck mal, da liegt noch ein kleiner Seelenstein, gar nicht gesehen. So, ich hoffe, ich habe hier alles. So, ja, Moment mal ganz kurz. Dann müsste es ja theoretisch ja dann nur noch hier weitergehen, ne? Ich will es lieber nochmal abchecken. Ja. Und da kamen wir. Von da. Ne, da hinten geht's noch weiter. Ach nein, da kam man nicht weiter. Da war so ein komisches Gatter, ne? Da kam man nicht weiter. Ja, ich speichere hier nochmal gerade ab. Ach, die sehen mich eh, weil ich kann ja eh nicht wirklich schleichen. Stirb, Ungläubiger. Nur die Manka Kamoran ist mit dem Amulett der Königin sein paradiesischen Reich entkommen und hat das Portal hinter sich geschlossen. Der geheimnisvolle Xaxis befindet sich jedoch hier im Schrein. Ich muss den geheimnisvollen Xaxis erlangen. Jetzt ist dieses Buch meine einzige Hoffnung, das Amulett noch wieder zu erlangen. Manko Kamoran ist mit dem Amulett der Königin sein Paradies entwischt und hat das magische Portal hinter sich geschlossen. Aber das Mysterium Xaxis selbst befindet sich hier im Schrein. Ich muss das Mysterium Xaxis erlangen. Darin besteht jetzt meine einzige Hoffnung, herauszufinden, wie ich das Amulett zurückholen kann. Verstehen. Fürst Dagon erwartet eure Seele in Oblivion. Ja, das werden wir sehen. Nur die werden die Reinigung überstehen. Der Morgen bricht an. Werden die Reinigung überstehen. Nur die Auserwählten. Alter, ich hab ihn einfach nur angefasst und er ist einfach umgekippt. Der Morgen bricht aber wer an. Bist du denn? Du hältst ganz schön viel aus. Wo bist du hin? Ich sehe nichts. Der Morgen bricht an. Hey, hey. Naja, soll mir egal sein, du bist tot. Jetzt habe ich irgendwelche Badelatschen mitgenommen. Die wollte ich doch gar nicht. Ich schieb die sonst wohin. Ich fürchte den. Ey, ich hoffe, ich mache hier gerade nichts falsch. Aber ich schließe mich doch nicht der mystischen Morgenröte an. Wie sehe ich denn aus? Wer bist du? Möchten Sie den Gefangenen befreien? Was ist das für ein Gefangener hier? Ach, das ist Mysterium Xaxis, den ich hier verwenden muss, aber. Ich werde ihn jetzt einfach mal befreien. Ja. Alles in Ordnung? Wer bist du? Hallo? Hallo? Willst du auch mal noch reden? Hallo? Jedes flieht ums liebe Leben. Ah ja. Wo willst du jetzt hin? Oh, hier ist so ein Gatter. Brauche ich einen Schlüssel für? Mach dir mal keinen Kopf, ich glaube, hier lebt keiner mehr. Ich versuche mal irgendwie den Hebel zu finden oder so. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen gibt. Oh, komm ich da rüber? Nee. So, auf jeden Fall ist da dieses Buch. Ich nimm's mal mit. So, ich habe den geheimnisvollen Xaxis das Buch über die Geheimnisse der mystischen Morgenröte. Nun muss ich von diesem Ort fliehen und zum Wolkenherrscher-Tempel zurückkehren. Ja, habe ich jetzt trotzdem irgendwas falsch gemacht? Was ist jetzt los? Oh, die Statue ist zusammengebrochen. Oh, ich hänge fest.
Sondern irgendjemand ist entkommen. Oh, das Tor hat sich jetzt geöffnet. Wer ist da? Für Fürst Dagon! Nein, nicht für Fürst Dagon. Schieb dir den Dagon sonst wohin. Ich fürchte den Tod nicht. Ich muss mich... Dagon erwartet eure Seele in Oblivion. Das... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott! Ihr seid schwach, so wie die Götter, die ihr anfleht. Oh mein Gott, wie viel waren das? Oh. Hilfe, bitte! Ich will einfach nur noch leben! Ach du Scheiße! Auf einmal kommt da so eine halbe Armee um die Ecke! Nur die Auserwählten werden die reinigen. Oh mein Gott! Hab ich mich eingeschissen? Alter! Yo! Ja, was ist denn mit dir? Bist du jetzt so genau wie die Totenbeschwörer oder was? Wo rennst du denn hinten? Sterb. Hä? Die hauen anscheinend ab. Die hauen ja komplett ab. Gar keinen Bock mehr anscheinend auf mich. Da liegt ein Toter. War ich das? Nee, ne? Das ist ja ein Labyrinth hier! Wo ist denn hier was? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Lol. Wo kamen die denn auf einmal her? Ich bin doch dann vorhin hier durch. Ne, hier bin ich nicht durch. Hä? Ich bin maximal verwirrt. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht haben die einfach nur gesehen, wie stark mein Zauber ist und dachten sich so, ich bin mal weg. Aber jetzt habe ich die scheiß Kampfmusik und jetzt weiß ich natürlich nicht. Ja. Super. Ein mega OP-Ring gefunden gerade. Ach, schiebt euch eure sehr schweren Schlösser sonst wohin. Ich hoffe halt, das Ding ist jetzt halt. Ich hoffe, ich kann jetzt trotzdem schnell reisen, ne? Wo sind die denn hin? Oh, das war eigentlich dumm, dass ich die Fackel da gerade genommen habe. Für Fürst Dagon. Nur die Auserwählten. Warum treffe ich euch auf einmal nicht mehr? Auf jeden Fall bist du tot. Ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen. Wo rennst du jetzt hin? Ist mich aber mal gespannt. Oh! Der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen. Die Zeit der Reinigung. Ihr seid schwach, so wie die Götter, die ihr anfleht. Ach ja, das werden wir ja mal sehen. Die Reinigung ist nah. Ja, sieht schon weitaus mehr aus. Aber es reicht nicht aus, um mich zu besiegen. Das hier ist doch auf einmal größer als erwartet. Ich bin auch mega verwirrt gerade. Das ist ein halbes Labyrinth hier, muss ich sagen. Das ist ja riesig. Ah, die habe ich erwischt. Und noch nachgetreten. Das Paradies. Ja, ja, dein Paradies schiebt ja sonst wohin. Da kommt direkt der nächste. Der war sogar One-Hit. Oh, in dem Moment war sie immun, was ich nicht gehabt. Zeit der Reinigung ist nahe. Ich
als du. Macht ihr mir auch immer noch Schaden? Tja, ihr langweilt mich an. Ja, für Fürst Dagon. Ach, warum weiche ich immer aus auf einmal? Mann, das ist langweilig. Ich weiche in dem Moment immer aus. Ich glaube, die haben einfach ein bisschen Angst, weggetasert zu werden. Ah, da verprügel ich dich halt, auch kein Problem. Ich fürchte den Tod nicht. Fürst Dagon erwartet eure Seele. So. Noch irgendjemand? Wie viel gibt's denn von euch hier? Und wie riesig ist das hier auf einmal? Das ist ja... What the fuck? Das ist ja eine Riesenhöhle hier. Wo geht's hier hin? Vorratskammer gibt's auch noch. Da seid ihr alle hingeflüchtet. Ich fürchte den Tod nicht. Das Paradies. Das Paradies. Noch eine sehr schwere Truhe. Hm. Heilige Zeugin, das lese ich mir mal gleich durch. Oder jetzt am besten schon. Schleichen. Sehr cool, sehr schön. Freut mich. Auf jeden Fall ist es wieder arschdunkel hier. So. Warte mal, was? Hier geht's raus. Nee. Doch, da geht's einfach wieder... Nee. Ich bin so verwirrt. Vorkammer. Was ist denn jetzt die Vorkammer? Ach so, jetzt bin ich hier. Ja, machen wir mal auf. Gehen aber mal nochmal zurück, weil ich halt nicht weiß. Ach, ich kann jetzt ja auch einmal meinen Lichtfuß so anwenden. So. Dann hier waren wir. Boah. Alter, das ist ein reines Labyrinth. Auf einmal ist diese Höhle einfach fucking riesig. Okay, wir waren jetzt aber überall. Da geht's raus. Was war jetzt da hinten? Schrein von Dagon. Ich bin... Oh mein Gott! Die Echse. Hier war ich auch noch nicht! Bitte! Hilfe! Was? Buch, das nichts wert ist. Okay. Kopfloser Zombie beschwören. Ah, verstehe. Oh, ich habe immer noch so ein bisschen Angst, dass ich was falsch gemacht habe, indem ich die Leute da angegriffen habe. Ne? Ich nehme es jetzt aber erstmal so. So, ich bin mit dem geheimnisvollen Xaxs entkommen. Nun muss ich das Buch Martin in den Wolkenherrscher-Tempel überbringen. Ja, dann... Let's go. Da, der Typ ist auch frei. Was ist jetzt mit dir? Danke, dass ihr mich gerettet habt, Freund. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber es ist klar, dass Akatosh euch leitet. Ich bin Priester im Tempel des einen in der Kaiserstadt. Vielleicht werden sich unsere Wege eines Tages noch einmal kreuzen. Ah, ja, bestimmt, bestimmt. Was kannst du mir über die mystische Morgenröte sagen? Das waren sie. Alles, was ich weiß, ist, dass sie mich ihrem finsteren Gott opfern wollten. Wenn ich doch nur die Erinnerung an diese Hölle loswerden könnte. Ah ja, sieht meine an. Na dann... Wiedersehen. Ja, komm mir nicht so nah. Und dieses Wiedersehen hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht, muss ich gestehen. Aber Alter, kann mir meiner bitte... Ich war... Wie groß war diese Höhle? Oh, ich habe vergessen, Reparaturhämmer zu kaufen offscreen. Gut, dass ich das nochmal gesehen habe. So, wir haben auch ein bisschen wieder was zu verkaufen, würde ich mal behaupten. Den habe ich ja auch noch, ne? Aber der wiegt eh nix. Aber vielleicht lege ich ihn auch einfach in die Kiste für die Questgegenstände mal ab. Alter, 103 Fackeln. Ja gut, zur mystischen Morgenröte... Ach, müsste ich morgen, oder? Genau. Zum Wolkenherrscher-Tempel würde ich sagen,
reise ich dann ausgehen, dann werden wir da von da an direkt dann die nächste Folge beginnen. Ich werde jetzt den Part beenden. Und dann sehen wir uns einfach genau hier im nächsten Part wieder. Ich werde dann wieder Ostkin verkaufen. Und genau, und dann passt das alles. Und dann gehen wir dann dorthin und schauen mal, was dann passieren wird. Ich kann ja mal gerade nochmal jetzt mir das hier durchlesen. Ja, das müssen wir auch noch machen. Da fehlen, glaube ich, nur noch 2 Stück. Dann hätten wir die hier auch mal fertig. Pass auf, und dann will er nochmal 50 weitere haben für den Ultra-Mega-Hyper-Nierenwurztrank. Genau, ne, da steht einfach nur, dass ich jetzt zum Wolkenhächer-Tempel muss. Und ich habe halt, wie gesagt, ein bisschen Morris, dass jetzt... Ich hatte jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass ich da hätte undercover reingehen müssen. Ich dachte mir nur so erst, hä, wie beitreten, Bruder und so ein Kram. Da, wie gesagt, habe ich mich jetzt nicht mehr, dran erinnert. Auf jeden Fall, wir haben dieses Kackbuch und... Und geben das dann jetzt in der nächsten Folge bei Martin ab. Wir sehen uns dann, wie gesagt, im Wolkenhächer-Tempel. Dann macht euch jetzt mal noch einen schönen Tag. Man sieht sich. Macht es gut. Ciao.